Also, wenn es jetzt auf eine Expedition ginge oder so, dann würde ich das verstehen und mit in den Dschungel kommen, natürlich. So wie wir auch mit den Ohren waren, aber ein Gladiatorenkampf scheint mir etwas für eine Tribüne zu sein, zumindest für mich. Wir kämpfen nicht um des Kämpfens willen. Wir wollen nicht unten in der Arena stehen und uns blutig machen. Tja. Geht darum, der Arena-Kampf wird hier in der Stadt sehr hoch angesehen und viele Granden lassen ihr Geld dort reinfließen und sind an den Kämpfen immer wieder anwesend, um sich die anzuschauen. Und bei genau jenen wollen wir punkten und jene Unterstützung uns erhoffen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr euch Gift von Horon, dem Giftwürsten, besorgt für diesen Kampf, ja? Das heißt, ihr kämpft mit wirklichen Giften in der Arena? Ich hebe meine Augenbraue, schaue nach links, schaue nach rechts, um scheinen wohl alle am Kämpfen zu sein. Und das ist vielleicht nicht etwas, was ich im Chor-Tempel besprechen würde, aber es scheint einen Gegner in der Arena zu geben, für die wir diese Waffe einsetzen wollen. Ja, Es oder man gibt benutzt Pläne eine dafür. größere Waffe. Ja. Ich wollte das einfach nur so festgestellt haben, dass ihr Gifte benutzt. Du kannst so viele Vermutungen anstellen, wie du willst, aber das stimmt, richtig. Tun wir. Ist da was Verwerfliches dran? Ich wollte das nur festgestellt haben. In Ordnung. Gut, dann. Wir werden wohl denselben Weg zurück zum Schiff nehmen, den wir auch gekommen sind. Also, falls du erhofft hast, was von der Stadt anzuschauen, bin ich wohl die falsche Person dafür. Ich hatte gesehen, dass es direkt gegenüber von hier eine kleine Brauerei gibt. Da könnten wir doch das noch ein, zwei Bier trinken. Was haltet ihr davon? Wir werden wohl ein gutes Stück zurück zum Schiff brauchen. Ihr meint Brauerei. Ja, direkt gegenüber vom Chor-Tempel auf der anderen Seite der Brücke. Da ist eine Brauerei, hatte ich gesehen. Bin da schon einige Male vorbeigelaufen, aber reingegangen bin ich noch nie. Tja, so Machst du nicht. mich neugierig? Ich meine, wenn wir schon mal hier sind und die Zeit haben, warum werfen wir da nicht einen Blick rein? Ja, machen wir das so. Vielleicht kriegt man ja auch einen Fairdrucker oder sowas. Mal sehen. Ja. Fairdocker. Ich glaube, du hast noch nie Gutes getrunken. Was trinkt man denn Fairdocker, was sonst? soll das denn sein? Es kommt aus Fairdock. Gutes mittelreichisches Bier. Die Zwerge behaupten zwar gerne, sie haben das gemacht, aber na, Fairdock ist im Mittelreich. Zwerge sollen das gemacht haben. Ja, dann setze ich da mehr Stücke drauf. Ich meine, was Zwerge anfassen, ist doch meistens ziemlich gut. Zwergisches Bier, einmal getrunken, ist ziemlich herb. Mundet mir aber nicht. Ja, dann schauen wir doch mal vorbei. Ja, die Brauerei ist tatsächlich eine ziemliche Absteige, würdest du meinen? Also die gebrauten Biere kann man hier eigentlich nur als Plörre bezeichnen, auch wenn sie hier direkt aus dem Hanfler kommen, aber vielleicht ist genau das das Problem, dass der Hanfler schon einige Zeit durch die Dschungel gelaufen ist und dass da doch eine Menge Elemente drin sind, die man so doch nicht in seinem Bier haben mag. Es schmeckt Kommen scheiße. also die Söldner her, um sich billigen Alkohol zu suchen. Ja, genau. Also direkt auch an der Stadtgrenze. Dann, wenn irgendwelche Arbeiter auf den Feldern, auf den Plantagen arbeiten, die dann keine Sklaven sind, dann ja, also das ist nichts für gehobenen Status, sondern also jemand, der ein SO von 6 hat, würde das schon nicht mehr trinken. Ja, ich nehme da ein, zwei Schlücke von. Der zweite etwas größer, um mich davon zu überzeugen, dass ich beim ersten nichts Falsches geschmeckt habe. Und dann kippe ich den Krug auf den Boden vor mir aus. Ja, haben wohl auch schon einige vor dir gemacht, sodass der Boden tatsächlich schon etwas klebt. Bisschen schaumig ist. Na gut, dann, das war tatsächlich nicht so gut. Sonst hätte ich noch ein, zwei Bier mehr getrunken. Aber sonst gehen wir doch zum Sitz des Hohen Rates der 12. Das müsste das Gebäude etwas im Süden von hier sein, oder? Das etwas größere? Dann schauen wir uns das an. Was willst du denn am Hohen Rat? Nur mal gucken von außen. Einen kleinen Umweg können wir wohl gehen, aber ich denke nicht, dass wir da was Großartiges erhaschen können oder sehen können. Boah. Ich verstehe schon. Ganz neu in einer großen Stadt, in vor allem so einer Stadt wie Al-Anfa. Es gibt ja keine zweite. Da willst du wohl einiges sehen. Ja, mal sehen. Ja, ihr könnt euch von außen dann noch den verschachtelten neubosporanischen Repräsentationsbau ansehen. Fast 90 Schritt Gesamtlänge. Also schon sehr beachtlich, aber von außen kann man halt auch nicht mehr sehen.
Möchtest du noch etwas sehen? Möchtest du noch irgendetwas tun, bevor du zum Schiff zurückgehst? Oder wäre das dann dein Tag gewesen? Nö, das wäre mein Tag gewesen. Diamante schaut auch immer kurz auf die Fassade rauf, richtet seinen Blick dann auch wieder irgendwo anders hin, scheint da gar nicht interessiert für zu sein, für Bauten, dergleichen Sehenswürdigkeiten. Und auch auf dem Weg zurück würde er nicht mehr als ein, zwei Worte mit Hivilja Marix Fuchsecker wechseln. Meistens eigentlich nur, wenn sie ihn anspricht. Wäre eine ziemlich introvertierte Persönlichkeit. Ja. Wollen wir mal eine Gassenwissenprobe? Da kommt sie. Glücklicherweise habe ich das gesteigert. Gesellschaft. Nochmal kurz den neuen Wert eintragen. Ja, dann gehst du vorbei am Söldnermarkt. Scheint wohl so ein bisschen Unruhe zu sein. Scheint dich nicht zu interessieren. Unruhe gibt es ja immer. Von überall sind so ein paar Menschen herangeströmt, haben sich wohl irgendwie gesammelt. Ein paar neugierige Köpfe, die sich in Richtung so einer Sänfte strecken. Aber gut, Sänfte oder so eine Trage von den Alanfanern, von den Granten, das scheint dir nichts Besonderes. Du hast sowieso schon mit allem irgendwas mitbekommen. Und du bist ja auch per Du mit den Zornbrechts, zumindest mit einigen wenigen von ihnen. Und ja, was jetzt irgendwie ein Grande zu dem gewöhnlichen Pöbel sagt, das kann nicht von Interesse sein. Also gehst du weiter vorbei in dem kleinen Chor, dem Rondraschein, in Richtung des Sklavenmarktes zur Arena und dann zu eurem Schiff, wo du ja auch die Hinweise von der Dukaten gerade bekommst, dass Jalan sich wohl im Schrein aufhält, beziehungsweise dem kleinen Tempel, dem Bordtempel, und Abelmir sich in der Kajüte verschlossen hat. Ja, dann suche ich mir auch meinen Platz auf dem Schiff, wahrscheinlich meine eigene Kajüte oder oben aufs Achterdeck, schaue dann gedankenversunken in den Hafen, auf die ankommenden Schiffe, ein- und ausfahrenden Schiffe. Auch die anderen scheinen nicht gestört werden zu wollen, dann hier meine Zeit. Okay. Dann können die anderen am Hause der Willmanns wieder erkennen, wie die Tür nach einer unendlich langen Zeit davor wieder geöffnet wird und der gleiche Diener in dem gleichen Livret wieder dort erscheint, die Tür wieder nur einen kleinen Spalt geöffnet und euch wieder einmal anblickt. Könnt reinkommen. Aber Dank. Du nicht, deutet er dabei einmal auf Rafim. Ja, ich verneige meinen Kopf und drehe mich dann um und schaue in Richtung... Also nicht mehr in Richtung des Tores, sondern in Richtung Straße. Sulamin wirft noch einen kurzen Blick auf Rafim, ob der irgendwelche sichtbaren Symbole, zum Beispiel von der Basaltfaust, an sich hat. Ja, also er trägt die Rüstung der Basaltfaust, er ist ganz offensichtlich mit der Basaltfaust tätowiert und er trägt auch einen Mantel, der sowohl einerseits ein Symbol des Chors als auch ein Symbol der Basaltfaust trägt. Gut. Dann nickt Sulamin ihm nochmal zu und folgt Boltax durch das Tor. Das Anwesen der Willmanns ist gewaltig groß, riesig. Im Norden könnt ihr einen gewaltigen Springbrunnen entdecken. Im Süden wohl eine weitere Anlage, von der man dann aus direkt die Klippen hinunter steigen könnte. Aber es ist verlassen. Ihr könnt keinen einzigen Diener erkennen, keine einzige Person, die sich draußen irgendwie sonnt. Es gibt ein paar Statuen, die hier noch stehen. Vor allem mechanische Wunderapparate, sowas wie eine Lichtuhr oder eine Wasseruhr, eine Klepsydra. Also verschiedenste mechanische Apparate, die hier überall herumstehen. Vielleicht Wunderwerke, die wieder von Abelmir dann für Interesse wären. Aber der Diener in Schwarzgewand wird dann auch direkt auf das große Anwesen vor euch gehen, mit einem großen Rund. Außen könnte man fast meinen, dass es aussieht wie so ein Wunderboron-Tempel, aber im Inneren müsste man natürlich reingehen. Und auch im Inneren, wenn ihr dann die Stufen nach oben gestiegen seid durch die große Pforte, die dann auch direkt wieder geschlossen wird, könnt ihr auch im Inneren keine weiteren Diener erkennen, sondern nur diese eine Gestalt in Schwarz. Auch hier könnt ihr dann sehen, wie dann wohl die mechanischen Apparaturen des Elefantens vorne dann hier weitergeleitet werden würde. Also auch, dass jemand an der Tür stände, könnte dann hier gehört werden. Und da gibt es also Lautsprecher, die das dann verkünden, also einfach so große Megafone. Und ja, er führt euch dann durch weitere Gänge, die nicht weiter geschmückt sind, keine Verzierung, keine Symboliken, nichts, was ihr hier irgendwie erkennen könnt, bis ihr dann vor einer großen Tür steht, die anders aussieht. Es gibt auch hier keine Knöpfe zum Aufdrehen oder zum Ziehen, zum Schieben, sondern einfach nur zwei Rohre und davor auch eine große Garderobe, wo man dann eben seine Sachen aufhängen könnte.
Er betrachtet euch noch einmal, dreht sich dann zu euch um. Ihr dürft auf nichts im Inneren zeigen, weisen, deuten. Ihr dürft keine Symboliken tragen, aber ich habe gesehen, dass ihr euch bereits vorbereitet habt. Nun, man sagte uns, dass die Familie Boron gefälliger Schlichtheit pflegt. Aber warum auf nichts deuten? Ihr solltet es doch besser wissen. Regeln sind die Regeln. Ein eigener Kulminationspunkt. Wir werden daran denken. Wenn ihr auf etwas zeigt, deutet, Zahlen nennt, dann würdet ihr eine Neukalibrierung erfordern, die Geometer löschen. Flamin sieht ihn etwas verwirrt an. Da waren Wörter dabei, die sie noch nie gehört hat. Justierungswinkel sind zurzeit im richtigen Maße. Schicksal gibt, wenn es zu nehmen scheint. Und damit öffnet er die Tür und lässt euch hinein. Nun, Zulamin, das ist einfache Mathematik. Nun, Mathematik ist nicht unbedingt meine große Stärke, Boltax. Aber vielleicht sollten wir das Thema wechseln, sonst fangen wir noch an, über Zahlen zu reden. Nun gut. Ja, wenn ihr hineintretet, könnt ihr sehen, dass dies wohl nur ein Rohrraum war, eine Schleuse, und die Tür wird dann hinter euch wieder zugemacht. Ihr steht direkt vor einer weiteren Tür, aber erst wenn die erste geschlossen ist, wird sich die zweite öffnen. Das passiert, wenn ihr dort steht und wartet, der Diener tut dies und öffnet die weitere Tür, und ihr werdet von einer finsteren Schwärze empfangen. Ihr könnt die Umfassung des Raumes nicht ganz schätzen. Er ist auf alle Fälle kreisrund, grob 50 Meter vielleicht im Durchmesser, also doch gewaltig, und wohl 4 Etagen groß. Also ein Palast im Inneren, würdet ihr fast meinen. Und es gibt hier stählerne Brücken. Zumindest eine, die direkt vor euch liegt, und 2 weitere, die sich dann in der Mitte noch einmal abzweigen. Es gibt wohl in der Mitte wohl noch so etwas wie ein Brücken-Kompasspunkt. Also eine große Plattform in der Raummitte. Über euch nur Schwärze, sodass ihr, ja, wie gesagt, die Decke nicht erkennen könnt, aber von dieser Schwärze hängen zahlreiche Deckenlampen, die das Ganze dann unter euch erhellen. Und ihr könnt dann unter euch, wenn ihr über die Brücke geht, zahlreiche Linien auf dem Boden erkennen. Der Boden selber schwarz, nur die Linien sind von dieser Lumineszenz dann eben ausgeleuchtet und scheinen zurück zu strahlen. Einige Personen, die sich dort unten befinden, alle in schwarze Roben gehüllt und die dann diese Linien weiter in den Boden reinkratzen und mit einer weißen Farbe wieder ausmalen. Auf dem Mittelpunkt, auf dem Kompasspunkt in der Mitte des Raumes, könnt ihr dann 2 Personen sehen, die sich dort wohl leise unterhalten scheinen. Bei dem anderen, wenn ihr näher kommt, könnt ihr erkennen, dass es sich dabei um den Hofastrologen handelt, und den anderen habt ihr bisher noch nicht gesehen. Höchstwahrscheinlich einer der Wildmanns. Armin, glaube, auf diese sollten wir zugehen. Ja. Ist dieser da, der Astrologe? Ja, genau. Der linke, nicht der rechte. Zeige nicht auf die beiden, weil wir auf niemanden zeigen sollten und nichts. Spreche es einfach nur an. Ja, unter euch komplizierte Muster, Linien, Zacken, die sich euch nicht ganz erschließen. Vielleicht Sternbilder, aber das weiter auszudefinieren, da bräuchte man dann wohl etwas mehr Mathematik. Also mit einfacher Mathematik kann man dann auch aus dieser Entfernung von 2 Meter oder 2 Stockwerken dann auch nichts weiter erkennen. Und ihr geht dann auf die Mitte zu und stellt euch dann zu den anderen beiden verhüllten Gestalten, die sich dann aber auch zu euch drehen. Ah, schön, dass ihr hier seid. Was mögt ihr? Seid gegrüßt. Nun, wir hätten gerne diesen Herrn hier gesprochen und euch eine Einladung überbracht. So ihr denn einer der Wilmerans seid? Garlic Wilmann. Er nickt. Es ist uns eine Ehre. Was können wir für euch tun?
Vielleicht habt ihr gehört, dass die mondsilberne Drachentöter im Hafen eingelaufen ist. Wir sind die Heptarchentöter. Und wir würden gerne in der Stadt Kontakte knüpfen und geben deswegen ein Fest am Vorabend der Arena-Kämpfe. Und selbstverständlich laden wir dazu auch das Haus Willmann ein. Einladung wurde vernommen. Ihr seid Seefahrer. Dann solltet ihr mit dem Großadmiralissimus sprechen. Vareno. Es wäre uns ein Vergnügen. Wo finden wir ihn? Ich werde ihm die Nachricht zukommen lassen. Morgen? Ganz genau. Er nickt. Nun können wir euch im Gegenzug noch bei eurem Unterfangen hier unterstützen. Dass ihr hier seid, war mir klar. Er schaut dabei von euch weg und betrachtet die Zeichen und Muster wieder unter sich, deutet aber auch nichts und nickt nur, als würde dort stehen, dass ihr kommt. Ich wusste auch, was ihr von mir wollt. Also besitzt auch ihr die Gabe der Voraussicht? Das kann man so sagen. Das ist ja einfach wunderbar. Eine sehr praktische Fähigkeit, möchte ich meinen. So ist es. Allerdings eine andere Fähigkeit als die, die Zornbrecht zu pflegen. Nun, inwiefern? Sie pflegen die Gedanken ihrer Opfer zu lesen. Wir lesen in den Sternen. Ihr seid also ein Freund der Wissenschaft. So kann man sagen. Nun, die himmelsmechanischen Werke stellen die Wahrheit wieder in der einen oder der anderen Form. Sulamin, erinnert ihr? Ach nein, da wart ihr noch gar nicht bei uns. Die haben unterhalb von einer Stadt, unter einem Friedhof, einmal etwas Außergewöhnliches gefunden. Auch das ließ auf Sterne Rückschlüsse ziehen. In ihnen liegt viel Wahrheit. So war es schon immer. Auch die Abwesenheit von Sternen und dem Licht mag man zu deuten. Nun, dann seht ihr ja, was uns voraus steht und welche Gefahren wir getrotzt haben, um hierher zu kommen. Und mit welcher Intention wir letztlich an diese ganze Sache herangehen. Ihr missversteht. Dies ist nicht euer Lebensweg. Hier ist das Schicksal Aventuriens niedergeschrieben. Ihr mögt nur ein kleines Rädchen sein. Aber es dreht sich. Das ist richtig. Ist denn unser Kampf gegen die blutige See bedeutsam genug, um hier aufzutauchen? Selbstverständlich. Ich gehe davon aus, sowohl Xeran als auch Rasasor werden hier eine Bedeutung gefunden haben. Und der Widerhall in den Sternen ist ja durchaus insbesondere bei Rasasor gegeben gewesen. Er hat ja eine Neuordnung seiner Sterne angestrebt. Doch das ist ihm zum Glück nicht gelungen, weil wir Zwerge ihn niedergerungen haben mit eurer Hilfe. Er nickt. Ich werde die Einladung an den Großadmiralismus ausrichten. Ob er kommt, mag er entscheiden. Dann habt unseren Dank. Den Vogelflug holen wir später nach. Ich bin dann im Turm. Ja, das machen wir. Eine sehr gute Idee. Dann werden Sulamin und ich euch noch einmal separat aufsuchen. Ja, hier ist nicht der richtige Zeitpunkt. Genau, genau. Nein, wir sehen, ihr seid sehr beschäftigt. Aber danke für euer Angebot. Und Sulamin, dann sollten wir wieder gehen.
wünsche euch viel Erfolg bei eurem Unterfangen. Und Zulamin wendet sich zum Gehen. Ja, und euch hört ihr noch das Kratzen und Schaben in den Stein, die Zeichen. Sie sind wohl schon, also die Linien werden immer größer und selbst in den Linien werden neue Linien hineingekratzt, sodass auf den Innenseiten der Rillen weitere Rillen entstehen. Es ist ein unendlich kompliziertes Geflecht und ein Muster, was wohl nur aus der Entfernung zu deuten sein mag und nur für geschultes Auge. Darf ich einen Sternkundewurf machen? Plus 18. Das ist schon in Ordnung. Also ich habe nicht vor, das zu schaffen, aber es interessiert mich einfach. Ja. Deuten der Zeichen bringt einen hier nicht weiter, oder? Doch, auch. Auch plus 18? Plus 15 Geheimwissen. Ja, so könnt ihr wieder nach draußen gehen. Wieder in die Schleuse. Dort wieder auf den bleichen Diener. Bevor wir nach draußen gehen, würde ich Zulamin gerne noch etwas zuflüstern. Zulamin, dir aufgefallen, dass Rafim uns vorhin belogen hat? Er wollte nicht darüber sprechen, was er gemacht hat. Deshalb hat er Wachdienst vorgeschoben. Er ist ein wirklich schlechter Lügner, oder? In der Tat. Aber wir sollten ihm das Gefühl geben, als hätten wir uns davon blenden lassen. Ich glaube auch. Er tut nur seine Pflicht. Sicher darf er es uns nicht sagen. Natürlich. Und vielleicht ist es für uns auch besser, wenn wir es nicht wissen. Ja, vermutlich. Ja, wieder werdet ihr durch die leeren Räume geführt. Nichts, was hier irgendwie das Ganze schmückt. Eure Schritte hallen durch die Gänge und dann werdet ihr wieder nach draußen geführt. Das Licht blendet euch unglaublich. Auch wenn ihr nur kurz hier wart. Könnt dann aber wieder zurück an dem Elefanten vorbeitreten und dort auf Rafim, der immer noch mit seiner breiten, mit dem breiten Rücken zu euch steht und war. Seid ihr fertig? Ja. Wir leben noch und alle anderen auch. Ohne eine Verabschiedung schließt sich das Tor hinter euch. Es knackt nur einmal und dann seid ihr allein. Wie gesagt, wir sind nicht die Allern. Wir fassen nicht unerlaubt irgendwelche anderen Sachen an, steigen nicht durch Fenster ein und machen auch sonst nichts derlei Dummes. Ja, mehr als beruhigend. Versteht ihr nun, was ich mit dem Eindruck meinte? Natürlich, natürlich. Wir sind nicht gern gesehen in ihrem Hause. Ja, ich denke, niemand ist so wirklich gerne gesehen in ihrem Hause. Außer denen, die ihre Interessen teilen. Aber lass uns das schon einmal gehen. Aber das haben wir ja gewissermaßen getan. Also. Sie haben uns ja auch reingelassen und uns ein, zwei Dinge gesagt. In der Tat. Aber eine wirklich bedrückende Stimmung in diesem Haus. Und was sie da tun, versteht ihr das? Nun, ich bin ein durchaus kluger Zwerg, aber ich bin noch zu jung, um das zu verstehen. Ich bin erst 80, 81 vielleicht. Ich habe nicht so genau mitgezählt. Und noch ganz am Anfang meines Lebens. Das wirkte jedoch sehr komplex und ich müsste mich vielleicht 1, 2, 5 Jährchen darin eindenken. Ich denke nicht, dass wir die Zeit haben. Ja, ich habe ihre Villa tatsächlich noch nie von innen gesehen. Es ist gewissermaßen sehr... Abel mir hätte seine Freude. Ja, also, das war auch mein erster Gedanke. Viele komplizierte Apparaturen... auch schon draußen im Park und dann erst innen. Ja, und kein Verständnis fürs Sozialleben. Und ich denke, sie mögen deswegen keine Zeichen, weil unsere Zeichen ihre Zeichen stören könnten. Sie gravieren da irgendetwas Gigantisches in den Boden und lesen daraus die Zukunft. Also zumindest dieser Garlek will man. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Familie ist. Nun, aber es war schon beeindruckend, das muss ich sagen. Ja, sie sind ein einzigartiger Haufen Menschen, lasst es mich so sagen. Ja, deshalb würden sie ja gut zu Abel mir passen, habe ich mir gedacht.
Ja, richtig. Bei den Maraskanern ist einzigartig ein Schimpfwort. Ja, so war es auch gemeint. Ich hatte es nicht so gemeint. Ich dachte einfach nur wegen dem ganzen mechanischen Klimbim. Ich wollte Rabeln mir jetzt nicht zu nahe treten. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ihren herrlichen Park genießen können und die Aussicht über die Bucht. Sie sind irgendwie auf ganz andere Dinge fokussiert. Aber zumindest dieser Varino muss doch anders sein, oder? Wir versuchen der Blick an die beiden. Denn er ist immerhin Admiralissimus. Das heißt, er muss doch etwas praktischer veranlagt sein. Nun, der eine Stein ist nicht wie der andere, sagen wir bei uns Zwergen immer. Ja. Ja, und er hat eine sehr mächtige Familie hinter sich. Ob er wirklich was kann, hat mit seiner Position nichts zu tun. Das stimmt, wie dieser Cesario. Aber der war zumindest sympathisch. Ach, ich würde nicht sagen, dass Cesario jetzt vollkommen unfähig ist. Im Gegenteil. Ich denke, er ist ein guter Verwalter und fähiger Dekan, nur eben kein Magier. Und er hat dich und Abelmir angestellt. Das zeugt zumindest von einem gewissen Urteilsvermögen. In der Tat, in der Tat.